Digitale Fabrikation bedeutet, dass wir direkt von digitalen Daten bauen. Das heißt, dass wir Maschinen, Roboter oder 3D-Drucker haben, die direkt die digitale Information umsetzen in materielle Fertigung. Hier beispielsweise haben wir 3D-Drucker eingesetzt, um die Schalung dieser Beckenplatte zu machen. Und in diesem Fall ist es eben so, dass wir eine Technik gewählt haben, die es uns erlaubt, ungewöhnliche Formen zu produzieren. Die Wand beispielsweise, da kamen Roboter zum Einsatz, um die Bewehrung, also das Eisen in der Wand aufzubauen in dieser Form. Das heißt, die Roboter hier, die müssen agiler sein, die müssen weniger gefährlich sein, die bewegen sich langsamer, kann man sagen. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die auch mit Sensoren ausstatten, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Das heißt, wenn jemand in diesen Aktionsbereich des Roboters hineinkommt, dass der Roboter weiß, okay, jetzt muss ich aufhören. Worüber wir uns ständig Gedanken machen, ist, wo sind die Stärken der Maschine und des Digitalen und wo sind die Stärken des Menschen und wie kombinieren wir die am besten. In dem Standardprozess, da bauen sie flache Wände und die setzen sie dann zu einer Kiste zusammen. Und bei den Robotern ist es so, dass sich mehrere Roboter gegenseitig unterstützen können, um Räume direkt in drei Dimensionen aufzubauen, bis sich das ganze System selbst stabilisiert. Und wir müssen hier nicht zur Aussteifung Holzplatten verwenden. Ich würde hier gerne wohnen, leider arbeite ich nicht an der EMPA und daher ist es keine Option.